Leider haben wir in der Vergangenheit so viel über unterlassene Hilfeleistungen geredet, dass viele Menschen Angst haben, bei einem Notfall zu helfen. Dabei sind besonders die Ersthelfer geschützt, selbst wenn sie mal einen Fehler machen. Einer davon ist Benjamin, der vor 7 Jahren einen Menschen gerettet hat. Und mit dem spreche ich heute über seine Geschichte. Vielen Dank, Benjamin, dass du da bist. Was genau ist denn damals passiert? Wir hatten ein Fußballspiel und bei einem Abschlag von unserem Torwart, ein weiter Ball, ist mein Sturmkollege hoch zum Kopfball gegangen und wurde beim Kopfball von seinem Gegenspieler unterlaufen und ist dabei auf die Halswirbelsäule und auf den Kopf gefallen und war direkt bewusstlos. Ich bin hingelaufen, hatte ihn angesprochen, es kam keine Antwort und habe dann relativ schnell festgestellt, dass er auch dauerhaft bewusstlos sein wird. Ich habe am Hals den Puls gemessen, habe daraufhin festgestellt, dass der Puls da war und die Atmung habe ich auch hören können und wir haben dann sofort einen Notruf abgesetzt. Wie lange vor dieser Situation hattest du denn deinen letzten Erste-Hilfe-Kurs? Das war ungefähr 4 Jahre vorher. Konntest du dich an irgendwas davon erinnern? War das irgendwie präsent oder wie ist das? Ich bin erstmal natürlich intuitiv hingelaufen und habe erstmal sofort geschaut, angesprochen, was ist möglich bei ihm. Habe dann relativ schnell festgestellt, okay, und das ist dann aufgeploppt vom Erste-Hilfe-Kurs sofort. Er muss gesichert werden, dass er Luft bekommt. Und da habe ich dann die stabile Seitenlage, die mir sofort wieder eingefallen ist. Als du geholfen hast, hattest du zwischendurch mal Bedenken, ob du da alles richtig machst? Oder? Ja, eigentlich hatte ich keine großartigen Bedenken. Ich habe einfach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen ihn zu stabilisieren. Im Nachhinein habe ich natürlich schon drüber nachgedacht, weil dann nach dem Funktionieren denkt man ja drüber nach, was ist da eigentlich passiert. Und da kamen dann schon so einige Sachen, wo ich mich gewundert habe und gedacht habe, okay, warum habe ich das jetzt so gemacht? Ja, das meiste war echt intuitiv. Was habt ihr gemacht in der Zeit, also bis der Rettungsdienst da war? Ich habe in der Zeit versucht, ihn wieder ansprechbar zu bekommen. Das heißt, ich habe versucht mit taktilen Reizen, das ist irgendwie auf einmal aufgeploppt noch vom Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe ihn gekniffen am Oberarm, ich habe ihn angesprochen, ich habe ihn vorsichtig gerüttelt. Wurde er denn in der Zeit, in der du jetzt vor Ort warst, ich sag mal in den 20 Minuten, bis der Rettungsdienst da war, ist er wieder zu sich gekommen? Er ist wieder zu sich gekommen. Nach ein paar Minuten, geschätzt 4, 5 Minuten, ist er wieder zu sich gekommen und wollte sich dann sofort bewegen, weil er im ersten Moment orientierungslos war und nicht wusste, wo bin ich hier, was mache ich, und wollte sich aufsetzen, wo wir ihn dann sofort auf ihn eingeredet haben, dass er sich bitte nicht bewegen soll. Er wäre auf die Halswirbelsäule gefallen. Würdest du dir wünschen, dass man verpflichtet ist, regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen? Ja, auf jeden Fall. Alle 10 Jahre, glaube ich, wäre das von Vorteil, wenn jeder die Basissachen, wie man Leuten helfen kann, erlernt oder neu erlernt und dann dementsprechend noch umsetzen kann, wenn es an der Reihe ist oder wenn es gefordert ist. Sehr schön. Also nochmal, ich finde, das ist ganz toll zu sehen, einfach mit einfachen Mitteln, super effektiv die Atemwege gesichert, eben mit der Seitenlage, dass die Zunge nicht zurückrutscht, dass jetzt Mageninhalt nicht in die Luftröhre reinläuft. Ja. Und um diese Zeit zu überbrücken, bis professionelle Hilfe da ist. In deinem Fall war es ja dann so, dass er dann nach ein paar Minuten wieder zu sich gekommen ist. Vielen Dank, Benjamin, dass du da warst. Wenn ihr euch jetzt intensiver mit dem Thema Erste Hilfe auseinandersetzen wollt, empfehle ich euch unsere Videos oder eines meiner Notfalltrainings.